Hallo! So, zweiter Versuch. Unser erstes Live-Fitness, Wing Chun-Training oder Wing Chun-Fitness-Training. Wir werden ein bisschen aufwärmen, wir werden schauen, was wir ohne Geräte, ohne Partner trainieren können, weil das ist natürlich gerade im Wing Chun-Bereich des Partnertrainings sehr wichtig. Gut, wir werden einmal kurz ein bisschen aufwärmen. Locker aufkommen, starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, 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 zack. Hände schütteln, festschütteln. 1, 2, Schultern kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und vierer Zyklus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Füße kreuzen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Hände hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Locker laufen und starten, Hände locker, mal ein bisschen nach vorne mit den Armen und die Füße laufen, zack, zack, und bewegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Füße zusammen, Knie kreisen, 1, 2, 3, 4, 5 und wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, öffnen, 1, 2, 3, 4, 5 und wechseln, 1, 2, 3, 4, 5, drehen wir uns seitlich, halt mal fest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Seitenwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immer mit Beinen, Rücken gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lass den Rücken ganz gerade und noch vorschauen, mal die dann hoch zu decken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, dann uns eine Seite und das Stretchen rein. Ab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, gehen wir Seite und die Ellbogen drücken seitlich raus, die Fersen lassen wir schön am Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wechseln. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setzen wir uns an. Ferse, lassen wir beide Fersen fest am Boden. 2, 3, wenn ihr wollt, das können Sie hier noch ein bisschen rausdrücken. Und hier noch zufassen, zack, zack, halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und Seiten wechseln und ab, Fersen unten lassen und greifen zu und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, gut, ganz locker. Füße locker, locker, Hände locker. Probieren wir dir und dann nach vor. Linker Fuß, rechte Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, bleiben wir so stehen. Schulter, Arme kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 4 bereit. Eine Hand vorwärts, eine rückwärts. Das heißt, der 1, 2, 3, 4. Und wir drehen. 1, 2,
6, 7, 8. Gut, deine Schütteln. Ellbogen kreisen. Das heißt hier nach innen die Arme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt gegengesetzt. Eine Hand nach innen, eine nach außen. Gegengesetzt. Die treffen sie in der Mitte. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Handgelenk. Das heißt, hier, wir rollen hier vorwärts und rollen. 1, 2, 3, 4 und rückwärts. 1, 2, 3, 4. Gut, wir gehen so zusammen. Wir gehen erste Position. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wir rollen das ineinander. Sibong, Tan, Fok, Bongsau, Tansau, Foksau. Das heißt jetzt immer die Grundtechnik. Und Seitenwechsel, Seitenwechsel. Und wir wechseln wieder. Und wir wechseln wieder. Gut. Hände locker auslockern. Füße locker auslockern. Gut. Gehen wir mal so her in die Knie. Knie gleich nach außen her, stellen uns ihres hin, Hand nach vorn und dann mal locker nur Kettenbunch. Zack. Schön gerade ausbrechen, okay? Zack, okay, zack. Jetzt gehen wir hier, wir stellen uns auf einen Fuß hier, halten und Kettenbunch schön nach vorne. Gut. Seitenwechsel, ab, Kettenbunch nach vorne und wieder wechseln. 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 Gut, Hände locker auslockern. Jetzt gehen wir hier, wir stehen ein bisschen breiter, Schulterbreite. Das heißt hier, wir gehen immer hier locker Kettenbunch mit einem Kniebeugen. Schaut, dass die Knie nicht nach vorne rausstoßen. Okay? Und wir starten. Und 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, Hände locker auslocken. Locker und wieder locker leicht sprechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gut. Wir gehen hier wieder in Ihres. 1, 2, wir wenden und wir schauen es erst einmal, nur dass wir Gewichtsverlagerung zusammenbringen. Hier ein und wechseln. Und ein, wechseln. Achtet mir, dass ihr da keine Rückenlage zusammenbringt. Stellt euch vor, hier, wenn ihr hier auf der Zentrallinie seid, quasi die Ferse geht wieder Richtung auf die Zentrallinie, wie eine Schraube, wo nur mein Becken sich verdreht. Und 1, 2, Oberkörper ganz stabil und zack, und zack, und zack, und zack. Jetzt nehmen wir einen Tanzer dazu, das heißt hier, wir schauen, dass wir hier über die Mitte rauskommen, Zentrallinie halten, zweite Hand bleibt hier, ja, und wir drehen uns nur, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt wechseln wir und drehen hier. Schaut, dass ihr da nicht irgendwie den Arm verändert. Und unten schauen wir, dass wir da zusammenbleiben, dass wir hier nach hinten runter sitzen. Das vordere Bein könnt ihr jederzeit heben. Okay? Zack, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nehmen wir einen lockeren Faustschlag dazu. Das heißt hier, wenn wir hier aus der Position rausgehen, hier schlage ich hier drüber, die geht zum Ziel. Das reicht, wenn es bis zur Schulter geht, die kommt hier mit nach vorne. 1. Starten wir ganz langsam, aber nur die Koordination zu bekommen. Hier, 1, 2, hep, und dann gehen wir direkt, direkt, hep, hep, hep. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt wollen wir es ein bisschen hier, ein bisschen schneller wechseln. Pum, und wechseln. Pam, und pam, und zack. Und immer wieder zurückfedern. Pum, 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 zack, 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 zack. Dass ihr da wieder weiter schlagen könnt. Gut, jetzt gehen wir so her. Das heißt, hier, wir lassen eine Hand vorn. So, hier, zweite Hand ist hier beim Ellbogen. Hier haben wir unseren Teil nach vor. Eins, zwei. Und jetzt probieren wir immer zweimal zu schlagen. Pom, pom. Das heißt so, pom. Ja, pom. Immer in einen Zweierrhythmus. Okay? Und eins. Und kurze Pause. Und zwei. Und kurze Pause. Und drei. Und kurze Pause. Und vier. Und kurze Pause. Und fünf. Gut, locker die Hände auslockern. Und wir nehmen kurz tief. Füße zusammen. Gehen wir so her. Ja, und Nabel nach innen. Und wir gleiten nur zu den Knien, aber nicht greifen. Und wieder runter. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir stehen wieder auf. Gut, und wir probieren hier locker noch einmal. Das heißt, hier, wir stehen hier wieder Viras. Eins, zwei. Hier, wir drehen und kommen mit zwei Faustschlägen dazu. Das heißt, hier, Wendung. Beim ersten Wenden, hier, das heißt, hier, wir schauen, dass wir hier leicht kippen. Ja, sind da relativ gerade. Runter sitzen, da bleiben wir schön aufrecht, hier in der Spur, damit ich stabil stehen bleiben kann. Zack, beim ersten geht es das wie eine passive Drehung. Hier, pap. Und ab dann kann ich immer direkt mit beiden gleichzeitig, weil ich dadurch einmal in der Basis noch mehr Power reinbringe. Das heißt, hier, wir stehen Hansa, Musa, hintere Deck, circa so ein Abstand. Und wir schlagen hier nach vor, folgen hier nach. Eins, zwei, drei. 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 Pum, 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 pum. Eins, zwei, drei. Eins. Zack, 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 zack. One, two, three. One, two, three. Eins, drei. Eins, zwei, 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 drei. Stopp, vorbei. Gut, wieder locker auslockern, Füße auslockern. Eins, zwei, drei. Und wir wieder kurz tief, ziehen wir die Füße ran, bleiben so, ab, knapp über den Boden, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und kreuzen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut! Und wir kommen wieder hoch. Locker auslockern. So, jetzt gehen wir nächste Grundtechnik. Das heißt hier, wir stehen wieder hier. Am Anfang hier. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir hier nach vorne tief gehen. Und die zweite Hand kommt über die Mitte nach vor. Hier haben wir wieder den Abstand. Ja. Zack, ihr könnt es immer hier kontrollieren, sobald ihr eure Wendung habt. Wenn die Hand zu weit geht, kriege ich die zweite Hand nicht mehr drüber. Das heißt hier, bin hier unten auf der Zentrallinie. Hier kann ich arbeiten. Und die zweite Hand kommt hier wieder aus der Mitte nach vorne. Zack. Achtet, dass die Hand keinen Knick reinlegt, okay? Dass ihr schön nach vorne gehen könnt. Okay? Also noch einmal, wir starten hier aus der Tanzerposition. Der kommt im Schwung nach unten und hier gehen wir nach vor. Eins,
zwei, drei. Du jetzt nochmal schön langsam am Anfang. Eins, zwei, drei, vier. Hep, hep. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack, 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 zack. Pum, pum, pum. Okay, dann kann man langsam, kann man dann immer schneller werden. Zack, 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 zack. Jetzt gehen wir zweimal oben. Eins, zwei, drei, vier. 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 Zack, 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 zack. Gut, wieder locker aus, locker. Füße vertreten. So, gehen wir nächste Übung am Boden. Gut, wir gehen hier rechten Winkel. Wir schauen, dass die Finger die Beine nicht berühren. Und wir ziehen uns nur eine Spur hoch. Okay? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut. So. Jetzt kombinieren wir das Ganze wieder, was wir gerade gemacht haben. Das heißt hier wieder mal, stehen wir hier, wie das. Das alles schaut hier nach vorne, das heißt alles zum Ziel, alles zum Ziel. Okay, kein Bleib hier vorne. Und wir schauen wieder hier, dass wir hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zack, 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 pum, 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 pum. Es spielt jetzt keine Rolle, wie schnell ihr das macht. Die Wiederholung macht es immer. Ja? Eins, zwei, drei. Und die Arme federn immer dazu. Zack, 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 zack. Pa, 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 pa. Eins, zwei, zack, 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 zack. Und locker wieder entspannen. Gut. So, dann gehen wir gleich her. Wir arbeiten. So wie an der Bonsau. Bonsau. Wenn wir aus der Position starten, kommen wir hier aus der Zentrallinie. Wir wollen jetzt aber schauen, hier, dass wir das Ganze quasi bis zur Schulter, das heißt hier an der Schulter, vorbeileiten können. Okay? Das heißt hier, bekomme ich hier den Druck nach vor, das heißt hier im Panzer, bekommt sie hier den Druck von außen, hier rollt, bleibt es. Mein Körper, wenn es nicht ausgeht, muss ich verwenden, verdrehen, Zeitraum ist hier. Wir übernehmen das und gehen hier mit dem Bonsau Labser nach vorne. Achtet drauf, ihr versucht es mit diesen zwei Fingern zu greifen. Zack, weil ihr wumm, hier am besten mit rein gleitet. Was ihr für einen Konterschlag macht, spielt dann keine Rolle. Das heißt hier, wenn ich hier gedrückt wäre, entsteht vielleicht hier, dass ihr mit einem Foxer, Faxer rauskommt oder hier Bongla, Quatschoi mit der Rückhand, das spielt keine Rolle. Ihr könnt jetzt auch hier einen Traubenfaustschlag machen, würde der Spur länger dauern, kann aber sein, wenn ich auf der Innenseite bin, dass ich mich reindrehe und dann nach vorne schlage. Aber zuerst bleiben wir hier locker, hier eins und wir federn vor. Hier ab, federn vor. Man sagt 135 Grad, sollte es genau sein, aber zack, wir bleiben. Die Hand deckt den hinteren Bereich ab. Ja? Und ab, drehen. Ab, drehen. Und da ziehen wir richtig vorbei. Zack, den Gegner eigentlich den Angriff zu uns rein und gleichzeitig kommen wir raus. Hier, wenn die Feder, die Kraft an uns vorbei abgelenkt ist. Eins, zack, zack, zack. Mal ganz locker bleiben. Pam, pam, zack. So, ja, und ab, 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 zack, 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 pam. Jetzt probieren wir mal eine andere Technik. Okay, das heißt hier, wir gehen hier locker, fuck, 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 zack, 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 und locker wieder entspannen. Und jetzt gehen wir mal kurz tief, das heißt hier, bringen wir unsere Ellbogen, unsere Handgelenke unter die Schultern, Becken weg, eins, und wir gehen mal kurz hoch, und eins, zwei, drei, vier, fünf, alternativ könntest du es natürlich auch auf den Knie machen.
6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und zack! Und wir sind wieder da. Gut, so, jetzt arbeiten wir weiter. Das heißt, hier, wir bleiben ständig dran. Wir sind hier, Pong La, Pap. Okay, zack, Pong La. Und wir versuchen jetzt Fortsetzungstechniken zu machen. Also was wir jetzt machen zuerst, ist einmal, das heißt hier, wenn wir hier stehen, wir gehen einmal hier locker in einen Pack Sau, wo ihr hier übernehmt, wie schlagende Hand. Ja? Und das heißt hier, wenn ich hier Tanzer bin, jetzt könnt ihr mit dem, da geht es zum Ziel, jetzt könnt ihr mit der Seite hier mit nach vorne kommen. Das heißt, ich bin hier dran, habe hier meine Connection und komme hier mit nach vorne. Noch einmal, das heißt hier, eins, zwei. Wichtig dabei zum Sagen ist, wenn ihr die Abwehr gemacht habt, die Faust und schlägt, die Energie nimmt nützt ihr gleich und kommt hier noch einmal mit vor. Pam. Ja? Eins, zwei. Eins, zwei. Und eins, zwei. Eins, zwei. Ich weiche immer ganz leicht aus, das heißt hier ausweichen. Da nützt ihr die Kraft schon vom anderen, vom Angriff. Die federt hier und während des Federns kommt schon die nächste Attacke. Ja? Eins, zwei, eins, zwei. Und eins, zwei, eins, zwei. Jetzt kommt immer darauf an, bin ich auf der Außenseite oder bin ich auf der Innenseite? Wenn ich auf der Innenseite schaue ich, dass der Lansau oder mein Paxer Lansau hier eher im rechten Winkel bleibt hier. Bin ich auf der Außenseite, habe ich mehrere Möglichkeiten, weil ich auch einen anderen Push nach vorne geben kann. Okay? Zack, zack und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, pfum, pfum, zack, zack und eins, zwei und eins, zwei. Und so habt ihr immer die Möglichkeit, hier mit reinzugehen. Das gleiche machen wir natürlich auch mit Gansau, das heißt hier, wir sind hier im Gansau, hier schlage die Hand. Und hier kann ich wieder mit reinnehmen. Eins, zwei. Und eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und eins, zwei. Das ist ganz wichtig, das heißt, ihr seid hier dran und hier federt sie mit rein. Peng und Feder. Und Peng und Feder. Mit dem Partner schaut ihr natürlich, dass ihr die Connection behaltet und nicht irgendwie groß aufzieht. In der Luft habt ihr die Möglichkeit wirklich, dass ihr mal Schwung und Power mit reingehen jetzt. Ja? Wenn wir hier mit dem Bonsau und Lapsau arbeiten, haben wir die gleiche Möglichkeit. Das heißt hier, ich arbeite hier, bumm und nützt es. Ja? Pam, pam. Und das, pam, pam, ist eine Bewegung. Wow, pam, pam. Geht eine Bewegung hier wieder mit nach vorne. Wow, pam. Ja, pam, pam. Ist eine Bewegung. Zack, übernimm, zack, hier. Übernimm, zack, hier. Zum, dum, dum, pam. Pap, pap. Gut. Locker auslockern. Bleiben wir so. Jetzt gehen wir mal hier. Lassen wir mal die Zehen fast gerade vor. Wir gehen mal tief und hoch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, 3, 2, 1 und noch einmal ab und locker auslockern. Gut, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wenn wir hier den Hirn haben, wir drehen hier die eine Seite nach außen und wir gehen einmal hier etwas nach vorne. Jetzt kommt es immer darauf an, in was für einen Winkel in den Angriff reingehe oder vorgehe. Ja, das heißt hier, wenn ich hier rausgehe, komme ich in einen anderen Winkel rein natürlich. Mein Körper schaut anders. Wir haben eben die verschiedenen Winkel. Und wenn wir hier parallel sind, bin ich mit Sidebody. Das heißt, ich bin hier an der Seite. Wenn ich hier bin, haben wir Pinsam im Winkel raus. Zack. Wenn ich hier gerade bin, habe ich hier die Möglichkeit zu greifen. Ja, für die Parallelform. Und hier vorne habe ich die Möglichkeit eben, dass ich Kettenband schon das Ganze mache. Da habe ich die meisten Kraft. Aber ich kann jetzt so schnell hintereinander schauen. Hier habe ich die schnellste Möglichkeit zum Schauen. Da habe ich die Möglichkeit noch beide Arme zu verwenden. Da im Pinsel habe ich die Möglichkeit, aha, wirklich, die eine Hand kann manipulieren, die andere Hand kann machen. Und da habe ich die größte Reichweite
Aber die zweite Hand kann ich wirklich viel machen. Das heißt, ja, pam, pam. Wenn ich hier am Sparen gehe, pam, und jetzt komme ich hinterher, dann ist das völlig okay, weil ich hier rausgehen kann, hier hinterher. Das heißt, und so ist das jetzt da wichtig. Das heißt, hier, wenn ich hier den Schritt nach vorne mache und ich möchte hier nur im Schlagen bleiben, kann ich relativ gerade bleiben. Verändere leicht den Winkel, verändert sich natürlich auch der Oberkörper mit. Wichtig ist für uns zu sagen, aha, hier habe ich erst eine Zentrallinie, da kann ich immer gleichzeitig arbeiten. Sobald mein Mantel sich ändert, ist das an. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, der Keil, das ist ein Keil, das ist auch ein Keil, nur die zweite Hand kommt dann mehr ganz hin. Das ist auch ein Keil, nur die kommt gar nicht mehr ganz hin. Das heißt, ich habe überall meinen Keil, nur die zweite Hand haben wir hier die Möglichkeit, hier permanent, dass wir hier arbeiten. Okay, gleichzeitig. Und deswegen arbeiten wir jetzt einmal hier so. Wir bleiben einmal und wir arbeiten nur nach vorne. Stellt euch das so vor. Das heißt, ihr stoßt euch hinten ab und gleichzeitig zieht ihr es vorne an. Ja? Das heißt, wenn ihr euch hinten abstoßt und vorne gleitet ihr weg, dann habt ihr keine Kniespannung. Und wir möchten immer schauen, dass wir hier abstoßen und uns nachziehen können. Das heißt so quasi, dass ein Bein die Möglichkeit hat, die Arbeit zu verrichten. Mit einem Schritt bewegen Sie beide Beine. Aber das macht man vielen anderen Sachen auch. Ja, rückwärts ist das Gleiche. Das heißt, ich pushe mir ab, gehe nach hinten, vor, 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 rück, rück, rück. Und eins, zwei, drei und rück, rück. Und wenn ihr jetzt sitzenden Schritt habt, müsst ihr immer das vordere Bein heben können, ohne dass ihr mein Gewicht verlagern kann. Das heißt, hier, wenn ich hier meinen Schritt habe, könnt ihr hier ziehen, ohne dass ihr jetzt erst das Gewicht aufs hintere Bein bringen muss. Beim Rückwärts ist das Gleiche, das heißt hier, aha, ich könnte jederzeit ziehen, bin aber auf keinen Fall statisch, weil ich sage ja nicht, dass das eine Bein vorn bleiben muss. Das heißt, ich kann mich hier frei bewegen, jetzt habe ich das Bein. Ja, pam, 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 wie mit einem bewegten Spielwagenrolle. Weil ich ständig die Möglichkeiten habe, hier durch die Gewichtsverlagerung, durch die richtigen Winkel ab, kann ich die Beine heben und habe dadurch immer einen gewissen Schutz und kann aber auch damit attackieren. Gut, wir probieren jetzt nochmal vorwärts, rückwärts. Das heißt hier aus der Position, hier, wir gehen hier nach vor, ab, vor, vor, rück, 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 rück. Jetzt nehmen wir hier locker Faustschläge mit nach vor. Und wieder rück, 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 rück. Und vor. Und rück, 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 rück. Achtung, jetzt gehen wir hier. Stellt euch vor, die eine Hand, die blockt auf der Zentrallinie. Und die zweite Hand geht immer mit rein. Das heißt, ihr seid hier, bumm, kurz aus der Bewegung. Und könnt hier nach vorne arbeiten. Bleiben wir mal stehen am Anfang. Wichtig ist, das heißt hier, dass ihr hier nicht komplett rausgeht. Ja? Das heißt, wie in der Serie da. Da vorne bleibt alles, was drüber raus ist, ist eine schon eine Attacke. Ja? Und ihr nützt mindestens, jetzt sind wir zwei Verteidigungslinien, erste Verteidigungslinie, zweite. Hier habe ich meinen Angriff, hier kann ich das jederzeit austauschen. Hier Verteidigungslinie austauschen. Geht die nach vorne als die hinten, tauscht es aus. Das ist ganz wichtig. Zack, ab und jetzt arbeiten wir nach vorne. Jetzt können wir hier einen Seitenwechsel. Seht ihr? Jetzt habe ich hier. Am Bonser Seitenwechsel, hey, wumm, wumm, gut, so, jetzt arbeiten wir noch einmal und jetzt gehen wir mit dem Schritt nach vor. Das heißt, wir stellen uns immer vor, das heißt hier attackiert und ich gehe hier nach vor und komme wieder leicht zurück, okay? Und auf Kommando, nehmen wir die Hände rauf und eins, paff, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und sieben, und 8, und 9, und 10, und Seitenwechsel, andere Seite vor. Ihr könnt so einen Tanz auch, das spielt keine Rolle. Ihr könnt jetzt theoretisch ein Bonser stehen, nur ist dann meistens eine andere Technik. Aber wenn ihr Mansa oder Fuchsa oder Tanza steht, spielt keine Rolle. Ja, weil ihr agiert auf den Druck des anderen, oder des Angriffs des anderen. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10. Gut, locker aus, locker. So, gehen wir wieder ein bisschen tief, wieder, ja, gehen wir die Ellbogen wieder ein bisschen breiter, und wir ziehen. 1, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Immer zur Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Und wir stehen wieder auf. So, jetzt gehen wir das Ganze ganz locker mit ein bisschen Kicks kombinieren. Das heißt hier, wir starten aus dem Miras. Das erste, was wir machen, wir ziehen das Bein hier ran und kommen einmal hier nur gerade nach vorne. Wir brauchen hochkicken. Wir wollen jetzt die Zehen ein bisschen nach außen nehmen. Ja, habt hier den Kick und die Arme, die bleiben jetzt einmal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, wo man vielleicht Arm kann wechseln. Das heißt hier, wenn ich hier ständig auf der Zentrallinie bleiben möchte, wir schauen jetzt, dass wir auf der gleichen Seite bleiben. Weil das heißt hier, wenn ich hier vorne stehe, habe ich hier meinen Kick. Aber wir starten jetzt aus dem Iras, damit ich hier einen Schwung mit reinkriege. Und stellt euch das vor, als ob das alles wie ein Keil hier aus dem Zentrum nach vorne kommt. Pum! Hier. Ihr könnt jetzt schon stehen bleiben oder ihr könnt es einfach üben. Aha, hier kommt es wie ein Keil alles auf einmal nach vorne. Ich starte mal wie ein Keil, ihr am besten. Dann kommt ihr nämlich hier einige weiter. Da wird alles abgedeckt. Fuß kommt mit ran. Hep, ja, hep. Und schaut, dass der Ellbogen, Knie, ein Connecting da ist. Also nicht reinschlagen, aber dass das hier zu ist. Bereit? Ready? Go. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Und 9. Und 8. Und 7. Und 6. Und 5. Und 4. Und 3. Und 2. Und 1. Und locker auslockern. Füße wieder auslockern. Sehr gut. Jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir wollen locker doppelt zu kicken. Wir stehen hier. Wir halten hier. Und wir gehen hier doppelt. 1, 2. Ja, 1, 2. Wechsel. 1, 2. Wechsel. Ihr müsst es euch so vorstellen. Der Kick ist so, wenn ihr hier öffnet, habt ihr hier den Kick. Okay? Also. Aus dem Iras. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, wieder locker auslockern. Zack, hier ab. Locker, locker, locker. So, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir kombinieren das Ganze. Das heißt hier, wir schießen hier nach vor, kommen mit einem V-Schlag und dann packst du hinterher. Das heißt hier, jetzt bleibt es auf der Geraden, weil das heißt der Druck, der was jetzt da kommt, ihr könnt hier ab, was annehmen, Kontakt, unten habt ihr den Kick gegeben, da wenn ihr schafft, während des Kicks hier ranzugehen, schlagen und noch einmal schlagen. Das heißt, ihr seid da aus der Bewegung, Kick, schlagen, schlagen. Aber nach dem Kick, wenn ihr schafft, hier nach oben reinzudrehen, ist es noch besser. Okay? Das heißt noch einmal, das ist hier, ihr seid hier dran, ihr habt hier den Kick, hier den Schlag und hier könnt ihr noch einmal nachgehen. Okay? Bereit? Und das heißt hier Kick, Schlag, Schlag. Oder ja, Kick, direkt Schlag. Das heißt, euer Tanzer nimmt es an. Ja, Pack, Schlag, das heißt, ihr verkürzt einfach von vorne, vom Handgelenk, Ellbogen und dann seid ihr dran. Das heißt, 1, 2, 3 Tore. Ihr seid hier mit dem Tarn am ersten Tor, Pack am zweiten und dann mit dem Schlag seid ihr dann voll drinnen. So könnt ihr ein bisschen variieren. Je nachdem, wie schnell ihr seid, könnt ihr hier 1, 2, 3, egal. Ja, und 1, 1, 2, und 3, zack, zack, und 4, Pack. 1, 2 und 5, zack, 1, 2
und 6, zack, 1, 2 und 7, pam, pam, und 8, pam, pam, und 9, pam, pam, und 10, zack, zack, zack. Gut, immer Seitenwechsel. Starten wir wieder langsam. Ja, das heißt, hier habt ihr einen Kick, hier habt ihr einen Schlag, hier habt ihr Wiederholung, wieder zurück, Kick, Schlag, Schlag, zurück und Kick, Schlag, Schlag, zurück und 1, zack und zurück und 2, pam, pam und 3, pam, pam und 4, zack, zack, zack und 5, pam, pam und 6, zack, zack, zack und 7, zack, zack, zack und 8, pam, pam, pam und 9, pum, pum, pum und 10, zack, zack, zack. Gut, locker, Füße, Hände noch raus, locker, ab, ab, ab. Das nächste, was wir probieren, ist wieder sehr ähnlich. Das heißt, hier haben wir unseren Bogen ab vom vorher gemacht und das heißt, hier, wir arbeiten jetzt hier aus der Position. Wir können hier seitlich stehen, hier, und gleichzeitig kicken wir hier locker mit rein. Das heißt, ich stehe jetzt eher seitlich, seitlich, hier kommt der Fuß mit rein, da könnt ihr übernehmen, da kann ich wieder nach vorne gehen. Ist der Unterschied, das heißt, ihr braucht jetzt die Schultern nicht weit durchdrehen, weil der Kick ist eigentlich, kann hier kurz gestreckt sein, pam, weil ich hier sofort verkürze normalerweise, ja, pam, pam. Und dann schießen wir mit nach drinnen. Okay? Und das ist für uns jetzt auch ganz wichtig. Bereit? Das heißt, hier, wir stehen einen Fuß vorne. Hier, wir wenden hier ein bisschen mit rein. Kickt. Und gehen einmal nur mit Bombs auf nach. So nach vor. Eins, zack. Und eins, zack. Und pam, zack. Wenn ihr wollt, ja, eins, zack, zack, also hier Labsau. Und hier Paxa, das könnt ihr kombinieren, wie ihr wollt. Okay, nochmal. Und ab und Schlag. 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 Fußwechsel. Gut, wieder hier mit reindrehen. Kick und Schlag. Und eins und ab. Und 2 und ab und 3 und ab. Die kann immer hinterher kommen, wie ihr wollt, weil ihr mal öfter nachfolgt. Ja? Und zack, pam und pap, pap und pap, zack und pap, zack und hep, zack und hep und dann können wir arbeiten. Gut, locker auslockern. Gehen wir so her. Gehen wir einen Fuß nach hinten. Da bleiben wir schon gerade. Und Oberkörper geht wie tief. 1, 2, dort schön aufrecht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Fußwechsel. Und locker. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, locker auslockern, lächeln. So. Für die, die was bei mir trainieren, arbeiten wir mal locker nach vorne, ganz kurz, bis wir wieder weiter arbeiten. Ja? Also hier, Chain, Kreuzung, ab. Schön zurückziehen, gehen hier nach vor, drehen hier mit rein. 1, 2, öffnen, 1, 2, zurück. Und 1, 2, halb. Jetzt geht die zweite Hand bis zum Ellbogen mit. 1, 2, 3, 4, 5, dann dreht zurück. Schön über die Mitte, ab, 1, schön rein, mehr Fächer auf, 2,
vor, ab, Stich, zack, dreh, geht noch vor, zurück, eins, zwei, drei, hep, zurück und eins, dreh, zurück und eins, dreh, zurück und eins, zwei, drei. Und ausatmen und das Ganze machen wir noch einmal. Okay, schön und schön, größer und eins. Eins, zack, und eins, zack, zurück, und eins. Und hier einmal vor. Zweimal vor, dreimal vor, dreht und eins, zwei, drei, vier. Gut, locker aus, locker, wieder locker aus, locker. So, jetzt probieren wir hier das Ganze ein bisschen von den Kicks her zu kombinieren. Das heißt hier, wir gehen hier 1, 2 und das heißt wir stellen uns hier vor, also wir hier seitlich ein bisschen rausgehen. Hier haben wir unseren Frontkick und hier haben wir unseren Sidekick, der mit dem Bones auch mitgeht. Ja? Das heißt hier probieren wir das am Anfang einmal nur im Stand. Das heißt hier 1, 2, Wechsel und 1, 2, Wechsel und 1, 2, Wechsel. Das heißt hier, der erste ist höher, der zweite ist etwas tiefer. Ja? 1, 2 und 2 und 1, 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 2. Jetzt gehen wir ein bisschen mit raus, das heißt hier aus der Bewegung, das heißt hier raus, hier zieht das Bein ran, kommt hier rein und wir kommen hier nochmal hinterher. Das heißt, hier ist hier raus, Kick, Kick und jetzt können wir hier wieder locker nach vorne gehen. Okay? Hier raus, hier ziehe ich mit ran, Kick, Kick und jetzt kann ich hier wieder mit vorne gehen. Okay? Raus, Kick, Kick und hier kann ich wieder mit vorne gehen. Und Kick, Kick und ich gehe wieder mit vor. Ja? One, two und wieder mit nach vor. Und one, two. Und wieder mit nach vor. Und one, two. Und wieder mit nach vor. Und one, two. Und wieder mit nach vor. Gut. Locker aus, locker. So, jetzt gehen wir tief noch einmal. Ab. Wir schauen, dass wir hier in die Waage gehen. Den Rücken drücken wir gerade durch. Und wir gehen nochmal hoch tief. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kreuzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ziehen ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Und wir kommen wieder hoch aus der ganzen Geschichte. So, und jetzt probieren wir hier mal locker. Das heißt, hier nehmen wir hier. Wir probieren mal ganz leicht mit rein attackieren. Hier. Und wir schauen hier, dass wir hier was Seil versetzen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dann wirst du in die Kampfstellung, spielt keine Rolle, kann Boxerstellung stellen oder egal. Und das heißt hier, ich versuche hier quasi mit Fuchshaut hier was übernehmen, lasse so erwischen, zweite Hand schlägt mit nach vor und normalerweise kommt das Bein mit. Ja? Und das Bein, das heißt mit der anderen Hand, weil hier eine Seite vorne steht, versuche ich hier einen Kontakt aufzubauen. Okay? Das heißt, ich arbeite hier, bam, dann wechsle ich. Eins, zwei, 3,
4. Kann er rückwärts gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Um. 1, 2, 3, 4, 5. Und rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsst ihr so vorstellen, der sagt, pfum. Ja, das ist ja, pam, pam, tschak. Dass es ganz so schnell in einer Bewegung ist. Das heißt, ihr schießt hier rein, haltet hier die Winkel. Ihr dürft nicht nur ziehen mit der Hand, das heißt, ihr bringt euch an den Angreifer ran, würdet ihr nur ziehen und ihr zieht schnell zurück oder was, ihr rutscht ab, seid eventuell komplett offen. Das heißt, ihr zieht mich quasi fast an den Gegner vorbei und habt dann ganz viele Möglichkeiten, wie hier noch weiter Konter. Okay? Und wir machen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Jetzt gehen wir ganz locker dazu. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, je nachdem wie ihr wollt, ich kann jetzt hier den Kick machen gleichzeitig. Das heißt, hier wäre ein Zug, bam! Und jetzt komme ich vor, oder ich gehe hier richtig rund rein, das heißt, mit den Zehen, dass ich Richtung Unterleib, Groin, Solarplexus und so weiter gehe, das heißt, hier gleichzeitig und Arbeit, ja? Das heißt, hier gleichzeitig und gleichzeitig. Da kann mein Oberkörper ruhig eine leichte Spirale mit reinbringen, seht ihr? Das heißt, ich komme hier mit drei Sachen gleichzeitig, die Hand kann Abwehr oder annehmen, die kann kontern und pfumm. Und der kommt mit dem Kick und dann hätte ich wieder die Möglichkeit weiterzumachen. Und wir probieren das einmal ganz langsam. Das heißt, hier, wir gehen hier raus. Gleichzeitig hier kommt der Schlag. Hier kommt der Kick. Wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Aber achtet darauf, dass ihr von euren Sitzen hier stabil stehen könnt. Ja? Keine Rückenlage und so weiter, dass ihr nicht hin und her pendelt, damit ihr einen satten, guten Kick bringen könnt, weil die Kraft wirklich wieder vom Boden herausgeht und ihr quasi eine Gegenbewegung, dadurch bleibt ihr komplett stabil, ja, weil ihr hier super mit reingehen könnt, hier pam, ja, pam, pam. Okay, probieren wir noch einmal, das heißt hier, wir arbeiten hier und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Gut, locker auslockern. So, jetzt gehen wir wieder. Wir können die kombinieren immer ein paar Basissachen. Also im Grunde ist das alles Basis, was wir jetzt machen, weil wir ja langsam wieder reinkommen sollen. Mit ein paar kleineren Handbewegungen. Jüngsau, das heißt hier, wenn ich hier herumdrehe. Und wir probieren nochmal aus, was wir vorher gemacht haben, aus der Tanzer oder Ganzer Bewegung hier ab, ab. Versuche jetzt ja hier mit dem Jüngsau zu drehen. Ja? Jüngsau drehen, gleichzeitig annehmen und die andere Hand geht hier wieder zurück. Das heißt, da bleibe ich wirklich stehen. Zack. Weil da wäre jetzt, wenn ich jetzt angreife, stelle ich mir vor, aha, ich bin jetzt hier auf der Außenseite, ich drehe hier nach innen. Und jetzt kann ich selber wieder kontern. Dreht nach innen, dreht nach innen. Seht ihr? Und das bleibt euch stabil. Ja? Und dreht, und dreht, und dreht, und dreht. Und da geht der Ellbogen. Das heißt, hier, wenn der Druck kommen würde, könnt ihr es hier verdrehen. Ihr könnt hier wieder kontern und habt da die Möglichkeit weiterzuhalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sehr gut. Wieder Füße noch auslockern. So, jetzt gehen wir so her. Das heißt hier, wir gehen immer hier tief, hier und abwechselnd kicken wir nach vorne. Ja, 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Die Hände können Sie immer wechseln. 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 9 und 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Locker aus, locker. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tief. Kurz halten wir das. Zack. Und wir probieren hier einmal, wenn wir es schaffen, zusammenklatschen. Wenn wir es nicht schaffen, gehen wir tief. Schulter, Schulter, tief. Schulter, Schulter. Wenn wir es schaffen, hier gehen wir tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Super, Bach. Gut. Noch auslaufen. So. Jetzt gehen wir noch einmal her. Ein bisschen koordinieren. Ab. Das nächste Technik. Das heißt, wir versuchen hier über die Körpermitte. Wir haben jetzt gemacht 1, 2, 3, 4. Bones haben wir integriert und natürlich den Pax haben wir integriert. Und jetzt arbeiten wir hier, das heißt hier, mittleren Kontakt quasi auf der Unterseite von Arm. Wir gehen hier über die Mitte nach vorne. Wieder alles super für Einzeltraining. Beide Füße haben wir jetzt am Anfang den gleichen Winkel. Zack. Und wir können hier sauber nach vorne drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir oben gemacht. 1, 2, 3. Und jetzt arbeiten wir nach unten. Das heißt hier, wir schlagen. 1, Tansa, 2 und 3. Jetzt drehen wir wieder. 1, 2, 3. Und wir wechseln dann wieder hier ab. Das heißt, hier bin ich auf der Innenseite. Und 1, 2, 3, zack. Und dann können wir wieder wechseln. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und wir drehen. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Gut! Super! Machen wir einen kleinen Abschluss. Einmal machen wir noch die Psyllium da durch, damit der entspannt fast weggeht. Und dann machen wir noch kurz Plank. Bereit? Chain in die Knie, nach vorne und ausatmen. Einatmen. Öffnen. Zentrallinie, zack, zurück. Und 1, 3, 2, 3. Und 1, 2, 3, 5, 3. Und wir gehen nach vor. Einatmen. Kurz halten. Einatmen. Halten. Ausatmen. So, machen wir noch einen kleinen Abschluss. Das ist hier das Erste, was wir machen. Wir gehen hier, wir rollen uns hoch. Hier, die Achsel nach vorne, unten. Tut es mir nicht zu viel reißen. Okay? Das heißt hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Gut. Gehen wir so her. Gehen wir seitlich. Schauen, dass wir nicht durchhängen. So. Und heben nochmal das Bein. 1, 2, 3. Schön gerade bleiben hier. Und hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Gut. Andere Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, ganz locker. So, bevor wir dann noch ein paar Liegestütze und 2 Minuten planken, wir werden schauen, dass wir das jetzt regelmäßig machen und morgen um dieselbe Uhrzeit, 18 Uhr, ist eine Hauptkiloeinheit. Also, schön dabei sein. Alles, was man heute so halbwegs alleine machen kann, versuchen wir locker aufzubauen. Gut, so, Achtung, wir machen mal gemütlich 30 Liegestütze, nicht zu schnell. Und dann arbeiten wir uns im Blend nach vor. Bereit? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gut. Kurz. Locker auslockern. Wir haben ein paar Sekunden Zeit. 5 Sekunden. Dann gehen wir in den Plank. Ready? Go. Und wir halten es. Und schön entspannt bleiben. Wir haben sicher schon 5 Sekunden. Jawohl, wir haben sogar schon 10. Ich muss auch mitzählen, damit ich weiß, wo wir stehen. Und lächeln, nicht aufgeben. Können Sie euch das Sinium da im Kopf durchdenken. Bravo. Wir haben schon fast 30 Sekunden. Und lächeln. Und schön schauen. Ab. Und komm. Durchbeißen. Durchbeißen. Und wir schaffen es. Hört man immer öfter jetzt. Sehr gut. Und wir gehen weiter. Und schön halten. Und wir haben fast die Halbzeit. Jetzt haben wir Halbzeit. Und jetzt nur mehr durchbeißen. Und halten. Durchbeißen. Lächeln. Heute vor 20 Jahren habe ich die Schule eröffnet, offiziell, mit einer Vorführungsshow. Und es freut mich, es sind noch nicht viele, aber mindestens eine ist mir in Erinnerung, die noch fix dabei ist. Gut, schön durchbeißen jetzt. Wir schaffen es. Und noch 30 Sekunden. Und durchbeißen. Gleich haben wir es geschafft. Und komm, komm, Gas geben, Gas geben. Halten. Lächeln. Lächeln. Hey. Noch 10 Sekunden. Und lächeln. Lächeln, 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 lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. Und ausgelächelt. Und wir stehen auf. Gut. Super war's. Sagt es weiter. Wir schauen, dass wir so viel wie möglich jetzt aufs Hoch bringen. Ich lade das Ganze auch auf YouTube hoch. Wir hören uns!